Hallo, ich bin Carsten in der Hohen Mark. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Nochmal hier in der Hohen Mark. Bin hier an der Napoleonsbuche und naja, es regnet heute Morgen. Man regnet eigentlich gar nicht so stark, dass ich unbedingt den Schirm bräuchte, aber jetzt mit der Kamera ist das immer ganz praktisch. Ja, was habe ich heute vor? Und zwar wird das heute wieder eine Scouting-Tour für meine nächste Wandern mit Walking Eddie. Diesmal geht es durch die Hohe Mark. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal langsam los und unterwegs erzähle ich euch mal, worum es bei der Wanderung gehen soll. Bis später. Ja, heute müsste mich ein bisschen oben ohne ertragen. Ich habe tatsächlich heute mal meinen Hut vergessen. Aber ich bin ja nicht wie der Mann im Wald und schäme mich für meine Glatze. Also, so kalt ist es auch nicht, dass ich unbedingt mit Kopfbedeckung hätte wandern müssen. Ist zwar ein bisschen ekliges Wetter, aber na, dieses Jahr, die Wochenenden waren ja bis auf zwei sowieso recht mau vom Wetter her und ich musste auf jeden Fall raus. Ja, wer mir auf Facebook folgt, der weiß, dass am 28. April die nächste Wanderung mit mir ansteht. Also wer Lust und Laune hat, mit mir mal, also circa 19 Kilometer werden es, zu wandern, ist gerne eingeladen. Am 28. April die Tour, die ich jetzt gehe, mit mir zu gehen. Und wo findet jetzt das Ganze statt, und zwar diesmal in der Hohen Mark. Wir werden uns im Bereich der sechsten Etappe, glaube ich, nicht der siebten, müsste die sechste sein, des Hohe Marksteigs aufhalten, aber nur so grob dran angelehnt, weil der ist auch gar nicht mehr so gangbar. Übrigens sind die Damen und Herren, die den Hohen Marksteig organisiert haben, jetzt auch dabei, die Strecke umzuplanen. Es wird auch leider mal Zeit, da ja der Weg so gar nicht mehr gehbar ist. Ja, Treffpunkt und Start der Wanderung wird sein die Waldschenke Hohe Mark. Adresse und so weiter werde ich noch einblenden. Die ist auch über Google zu finden, hat aber keine eigene Webseite. Ja, an der wird es losgehen und da werden wir dann auch am Ende der Tour, wenn wir gut hungrig sind, einkehren. Ja, es wird ein paar interessante Dinge zu sehen geben. So, das erste wäre jetzt die Napoleonsbuche gewesen, aber da zeige ich euch jetzt nicht so viel. Das nächste wird dann der Feuerwachturm sein, von dem aus man natürlich auch einen schönen Ausblick hat über den Naturpark und über den Naturpark hinaus.
Dahin bin ich jetzt gerade unterwegs. Ja, zwischendurch mal kurz auf Navi schauen, weil die Tour so wie sie jetzt ist, bin ich auch noch nicht gegangen. Ich habe die jetzt auch nur am Computer geplant. Aber bin noch auf dem richtigen Weg. Ja, nächstes Ziel, wie gesagt, wird jetzt der Feuerwachturm sein. Da werden wir jetzt auch bald sein. Das ist von den letzten Tagen hier, von dem ganzen Sturm, liegen hier natürlich einiges an Ästen. Und ist auch genug Wasser im Waldboden jetzt. Also es reicht mit Regen. Petrus, hast gehört, reicht erstmal. Achso, ja, wo geht's denn hin? Also ich habe ja schon gesagt, an der Waldschenke werden wir losgehen. Die Waldschenke gehört noch zu Halteraner Gebiet. Aber dann sind wir ruckzuck im Gebiet der Stadt Dorsten und gehen dann Richtung Schloss Lembeck bzw. direkt zum Schloss Lembeck. Ja, können es uns nur von außen anschauen, weil ist Museum bzw. ist ein Hotel. Der Park hinten sollte zu der Zeit eigentlich sehenswert sein, aber mit 4,50 Euro Eintritt, habe es gerade gestern noch geguckt, was da der Eintritt kostet, finde ich dann doch recht happig. Naja. Naja, müssen wir dann spontan sehen. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall gleich schon am Feuerwachturm. Ja, ein kleines Stückchen zu laufen ist es noch. Und dann geht es wieder zurück zum Napoleonsweg. Und dann zum Teil über Felder, dann Richtung Schloss Lembeck weiter. So, jetzt sind wir schon am Feuerwachturm. Da gehe ich jetzt aber nicht hoch. Da können wir dann am 28. April zusammen hochgehen, würde ich sagen. Ja, da vorne links verlassen wir hier die Forststraße schon wieder. Da geht es weiter Richtung Lembeck. Aber erstmal wieder rüber zum Napoleonsweg. Ja, gut, dass ich den Weg noch mal gehe vorher. Oder mache ich jedes Mal. Der Weg, den ich eigentlich gehen wollte, der ist gesperrt. Der ist zugeschoben. Ja, man hätte da dran vorbeiklettern können, aber wenn man alleine ist, macht man sowas, aber wenn man das für eine Gruppe macht, dann besser nicht. Aber ein Stückchen weiter den Weg hier runter geht ein Weg in dieselbe Richtung und dann sollte das auch passen. Probieren wir es mal. Ja, es gingen so einige Rückegassen jetzt in die Richtung ab, aber ich wollte einen richtigen Weg haben, dass ich auf jeden Fall auch weiß, dass der nicht so ohne weiteres gesperrt wird. Ja, aber hier ist schon einer. So, hier geht es dann jetzt links ab Richtung Napoleonsweg. Reiten erlaubt. So, da hinten müssten wir schon wieder auf dem richtigen Weg sein. Ach ja, genau. Ja, das passt ja. Ich würde sagen, ist noch nicht mal ein Riesenumweg. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Napoleonsweg. Da von links bin ich jetzt gekommen. Ja, wir wären sonst von geradeaus gekommen. Das ist aber tatsächlich, ich habe jetzt genau nachgeschaut, kein Umweg. Alles gut. So, jetzt geht es hier
Richtung Straße. Und dann müssen wir einmal darüber und dann geht es Richtung Schloss Lembeck weiter über Felder. Ja, jetzt ist leider erstmal vorbei mit Wald. Das heißt leider, jetzt geht es über die Felder weiter. Und leider eigentlich nur in Bezug darauf, dass jetzt ein kleiner Abschnitt Asphalt kommt. Lässt sich nicht ganz vermeiden. Ja, mittlerweile hat es aufgehört zu regnen. Aber windig ist es halt hier auf den Feldern. Ja, da drüben auf der anderen Straßenseite ist Schloss Lembeck, aber da gehe ich heute jetzt nicht rüber. Ja, und hier geht es dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ja, vom Schloss Lembeck kommen wir zum Bahnhof Lembeck und da gegenüber vom Bahnhof geht es dann gleich wieder über die Felder weiter. Ja, hier stoßen wir jetzt wieder auf den Napoleonsweg. Von da sind wir vorhin gekommen und gehen jetzt auch bis zur nächsten Kreuzung wieder das Stück zurück und dann geht es auf einen anderen Weg weiter. Ja, und wem hier die Sitzecke bekannt vorkommt, da ist mein Waldstudio. Und hier kommen wir dann natürlich auch vorbei. Ja, kurz nach meinem Waldstudio kommt dann auch unser Start und Ziel, die Waldschenke. Ich kann von hier aus auch schon durch die Bäume das Dach von der Waldschenke sehen. Upsa. Trotzdem aufpassen, wo man hinläuft hier. Ja, ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch am 28. April bei der Tour zu sehen. Also das ist der Sonntag nach Ostern. Vielleicht hat ja der eine oder andere noch Urlaub dann und denkt sich, ja, könnte ein schöner Abschluss sein für den Osterurlaub. Moment. Ja, durch die ganzen Regenfälle in den letzten Tagen ist es hier ganz schön matschig geworden. Ja, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal oder bis zum 28. April.